Der Brexit-Vertrag, der war angenommen, der Zeitplan aber nicht. Dabei sollte doch in 3 Tagen alles fertig sein. Was plant Boris Johnson nun? Wie reagieren die Märkte? Fragen wir Robert Halver von der Baader Bank. Schönen guten Tag, Robert Halver. Ich grüße Sie. Ja, es war vielversprechend, als das britische Parlament abstimmte. Die nehmen den Brexit-Plan an, ja, aber wenige Minuten später, der Zeitplan passt jetzt nicht. Wann kommt denn nun der Brexit nach der x-ten Verlängerung, die es ja so nicht mal beim Fußball gibt? Ja, verschoben ist ja nicht aufgehoben. Ich denke schon, dass ja sein Brexit-Deal ist von Boris Johnson, wird er selbst, wenn es Neuwahlen geben sollte, ja dafür auch Wahlkampf machen. Ich denke, er wird dann durchkommen. Also ich habe ja schon immer gesagt, in den letzten Tagen oder Wochen, ein No-Deal-Brexit ist vom Tisch. Natürlich wäre es schön, irgendwann mal dann jetzt auch den Stempel drauf zu haben, jetzt ist es auch soweit. Man könnte ja auch eine Verlängerung, es muss ja nicht 3 Monate sein, man könnte es ja kürzer machen, man könnte es auch länger machen, ja. Ist zwar eine Hängepartie, aber ich denke jetzt dieses wirklich böse No-Deal-Brexit-Thema, das ist vom Tisch, was ja auch gerade für eine Exportnation wie Deutschland oder auch für europäische Nationen, Exportnationen negativ gewesen wäre. Es sollte irgendwann passieren, klar, aber eben kein No-Deal-Brexit. Sie sprachen das Thema Neuwahlen schon an. Das ist vielleicht ja der Plan B, den Boris Johnson hat. Würde das ganze Prozedere weiter verzögern? Also er hat ja, die Neuwahl könnte im Dezember sein. Ja, das heißt, dann hätte man doch die Verlängerung bis Ende Januar, wenn er eben nicht nur diese kurzfristige Verlängerung haben will, aber das Parlament ist jetzt so bockig, die werden wahrscheinlich nichts mehr durchkriegen. Zeit genug haben sie auch gehabt. Also ich meine, sie können ja, wir wissen ja seit Samstag, was ja im Paket drinsteht. Also wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Aber ich denke mir, jetzt wird das Parlament einfach sagen, so, wir sind die Herrscher des Verfahrens. Aber wenn Herr Johnson bei der Neuwahl dann die Mehrheit bekommt, was da Umfragen möglich ist, dann wird er die dann Dezember, dann wird es dann Ende Januar okay, aber dann wird es dann trotzdem passieren. Ich bin gespannt, was durch Herr Corbyn macht. Ja, dieser Wackelkandidat, der nie weiß, was er will. Will er, dass die Briten drin bleiben, der EU Vollmitglied oder raus? Das ist immer sehr schwierig bei ihm anzunehmen. Aber grundsätzlich, das Schlimmste haben wir hinter uns. Okay, also der Oppositionsführer sucht auch noch nach einer Lösung oder einem Plan. Aber wozu denn überhaupt diese Verlängerung? Britischer Humor, denke ich mir. Ja. An der Verlängerung ist, glaube ich, der Herr Johnson ist zu forsch aufgetreten. Ja. Mit No Surrender, keine Kapitulation und der Versuch, das Parlament in die entsprechende Richtung zu zwingen, das lässt das altehrwürdige britische Parlament eben nicht mit sich machen. Aber ich denke, Herr Johnson wird auch jetzt in nächster Zeit etwas ruhiger werden. Dieser ungestüme Poltergeist, ich glaube, dem fehlt dann doch der Strom dafür. Das heißt, er wird etwas normaler, was auch der britischen Politik guttun würde. Mhm. Nun haben wir eine ordentliche Performance im Oktober im britischen Pfund gesehen, ja. Überhaupt an den Aktienmärkten auch. Verpufft das jetzt allmählich wieder, wenn nicht, Hoffnung Nummer 2, die USA mit China vielleicht einspringen und ihre Phase 2 der Gespräche weiter voranbringen? Das wäre natürlich wie Ostern, Weihnachten auf einen Tag, wenn wir irgendwann mal mitbekommen. Ja, Großbritannien, okay, ich denke, das ist jetzt verzögert, aber ich glaube, das tötet nicht mehr so stark die Märkte. Nochmal, No-Deal-Brexit ist nach meinem Dafürhalten vom Tisch. Wenn jetzt natürlich die Chinesen, Amerikaner händchenhaltend sagen, auf dem nächsten G20-Gipfel, wir haben da was. Zwar nicht die komplette Lösung, aber die Richtung stimmt, dann wäre das sicherlich die Unterstützung für die Aktienmärkte, gerade in Deutschland, mit seinen Zyklikern nach oben wegzubrechen. Dann wäre das Thema Brexit, das muss aber kommen. Dann wäre das Thema Brexit aber sozusagen von geringerer Entscheidung. Ja, das schwelt im Hintergrund mit, aber solange das Thema No-Deal-Brexit vom Tisch ist, es interessiert dann keinen mehr. Ja. Was halten Sie von der aktuellen Berichtssaison? Es gab so ein paar Ausreißer nach oben. Bis jetzt sieht es ja nach relativ wenig Enttäuschungen aus. Ja, ich habe heute Morgen noch mal geguckt, -4%. Gewinnrückgang zum Vorjahr, also damit kann man erwartet, leben. Ja, ja, damit kann man leben jetzt. Ja, die Erwartungen waren ja viel verheerender. Jede positive Überraschung hilft natürlich auch. Wir kennen natürlich die gemeinen Tricks der Analysten, vor allem Unternehmen, auf Moll zu machen, Vordaten bekannt gaben. Dann sind, oh, ist ja doch besser geworden, wenn sie dann wirklich dann konkret bekannt gegeben werden. Aber Amerika ist eben noch, ist nicht in der Rezession. Es wird da auch schwieriger, aber es ist noch halbwegs stabil. Und wie gesagt, dann warten wir eben auf ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk auf dem G20-Gipfel, dass man sagen, so, wir haben jetzt hier dann doch eine kleine Lösung gefunden für den Handelsstreit. Es wird nicht die große geben, das ist viel zu umfangreich, aber ein bisschen
Tauwetter, die Börse lebt ja auch von der Zukunft. Und eins darf man nicht vergessen, alle Unternehmen, die sitzen auf Bergen von Investitionsbudgets, auf Geldmittel. Die werden nicht ausgehen, weil die Unsicherheit da ist. Wird die Unsicherheit auch über den Handelskrieg etwas kleiner, da wird das Geld ausgegeben, dann haben wir die fundamentale Unterstützung dieser bisher sehr starken Liquiditätshosse. Nun haben wir ja aber schon gesehen, dass die Märkte gerade im Oktober ganz ordentlich gelaufen sind. Ja. Müssen wir uns jetzt eher darauf einstellen, dass es im besten Fall konsolidiert, obwohl es ja jetzt eigentlich eine starke Börsenphase ist, weil einfach schon so viel gelaufen, vorweggenommen ist. Jetzt kommen neue Unsicherheiten dazu mit der Fed. Was machen die in der kommenden Woche? Auch viel eingepreist. Die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Ich glaube schon, dass die Fed noch mal senken wird. Das hat sie ja eigentlich durch die Blume gesagt. Sie hat auch ein neues QE gemacht. Das sagt sie zwar nicht, aber es ist ein QE, wenn sie unten gerade am kurzfristigen Interbankenmarkt interveniert, um eben die Probleme der Lehman-Krise von 2008, 2009, wo der Interbankenmarkt ja der Ausgangspunkt der Krise war, nicht zuzulassen. Dann ist das auch positiv. Also ist das Risiko da auch etwas weggenommen. Also die Fed lässt ja da nichts anbrennen. Aber auch wenn wir uns wiederholen, natürlich, es wird nur der Dämmerschlaf werden, der Aktienmärkte, beim Handelskrieg nichts passiert. Schlimmste, was passieren könnte, um es auch zu nennen, ist, wenn Trump dann sagt, so, das war China und jetzt wollen wir die Bazooka mal auf Europa einstellen und schießen mal. Ja? Ich hoffe, dass die Europäer dann sehr schnell Herrn Trump den Wind aus den Segeln nehmen. Sie sagen, lieber Trump, dann machen wir Folgendes. Lassen wir die Zölle auf beiden Seiten auf Null fahren. Das wäre die sauberste Lösung. Ja, das wird zwar nicht allen gefallen, aber dann muss man sagen, ja, wenn wir Freihandel hier in der hundertprozentigen Form haben, dann bitte beklag dich nicht mehr. Und wenn Amerikaner dann immer noch Mercedes, BMW, Porsche, Audi fahren, dann wissen sie einfach nur, was gut ist. Okay, Robert Halver, vielen Dank. Konsolidierung an den Aktienmärkten. Wenn nicht irgendwie was kommt, was in Richtung Brexit final geht oder was eine Einigung USA-China betrifft. Robert Halver betrachtete Letzteres als größeres Weihnachtsgeschenk wie Ostern, Weihnachten auf einen Tag. Eine Lösung wird aber kommen, davon geht er aus. Und dann muss Europa sich auch noch mit den USA einigen. Die Aktienmärkte weit gelaufen, jetzt erstmal vielleicht Konsolidierung auf hohem Niveau, bis neue Nachrichten kommen, bis die Fed entschieden hat, bis Unsicherheit aus dem Markt ist.